von den Restauratoren genau geprüft werden. In welchem Zustand befindet es sich? Ist es ausstellungsfähig? Nicht alle Objekte können direkt in die Vitrine eingebracht werden. Einige müssen gereinigt werden, andere müssen konserviert oder sogar aufwendig restauriert werden. Ist das Objekt dann fertig vorbereitet für die Ausstellung? Wird eine individuelle Halterung angefertigt? Die Schwertscheide, die hier liegt, gehört zu einem Panzerstecher. Der wird gerade bearbeitet. Und die Schwertscheide wurde aus Holz, aus Leder, aus Messing hergestellt, ist gebrochen, wie man hier sehen kann, und muss nun geklebt werden. Bevor geklebt werden kann, muss erst einmal genau geprüft werden, wie die Fragmente positioniert sind, ob die Kanten der Fragmente gut zueinander passen und formschlüssig sind. Die Bruchkanten passen nicht aufeinander. Es ist eine Fehlstelle entstanden, als die Schwertscheide gebrochen ist. Und so muss jetzt eine Ergänzung hergestellt werden, eine Art Hülle für die Präsentation in der Vitrine. Dafür muss an einer intakten Stelle die Oberflächenstruktur genau abgeformt werden. Es wird eine Silikonform hergestellt, damit das Silikon das Objekt nicht beschädigt und nicht in die Oberfläche der porösen Struktur eindringt, wird als Schutz eine Zinnfolie aufgetragen. Die Zinnfolie ist sehr dünn und weich, sodass sie sich sehr präzise an die Oberfläche anschmiegt. Für die Herstellung des Formmantels wird ein Zweikomponenten-Knetsilikon verwendet. Der muss gründlich verknetet werden und wird dann vorsichtig auf die Oberfläche angedrückt. Dabei muss man aufpassen, dass die Zinnfolie nicht kaputt geht. Die ist ja sehr dünn und empfindlich. Die Zinnfolie wird von der Silikonform abgenommen. Ein Zweikomponenten-Acrylharz wird angemischt und die Silikonform wird mit dem Acrylharz ausgeschwenkt, um ein Positiv zu erzeugen, also die Ergänzung herzustellen. Schon nach wenigen Minuten ist das Harz ausgehärtet und die Ergänzung kann jetzt aus der Form genommen werden. Die Ergänzung muss jedoch noch angepasst werden an die Fehlstelle. Das kann man durch Erwärmen machen und plastische Verformung oder durch Schleifen. Abschließend muss natürlich noch farblich angeglichen werden und eine Retusche, eine Einfärbung der Ergänzung mit zum Beispiel Acrylfarben erfolgen. Durch die Lagerung im Depot sind Schwert und Scheide verschmutzt. Der Schmutz von der Schwertoberfläche wird mit Lösungsmitteln und einem Wattestäbchen abgenommen. Dabei wird auch etwas von dem Flugrost bereits entfernt. Die Verschmutzungen von der Lederoberfläche werden mit einem speziellen, für die Restaurierung konzipierten, rückstandsfreien Knetgummi abgenommen. Das ist ein sehr langwieriger Prozess und das fertig restaurierte Schwert ist in der Ausstellung zu sehen.